In diesem Video zeige ich den Versuch, eine Doppeltraktion mit zwei Loks gleicher Baureihe, aber von unterschiedlichen Herstellern und mit unterschiedlichen Decodern zu realisieren. In der Realität gab es lange Jahre den Einsatz von Dieselloks der Baureihe 218 für die nicht elektrifizierte Strecke über den Hindenburgdamm nach Westerland auf Sylt. Sowohl die Autozüge des Sylt-Shuttle als auch die dort verkehrenden Intercity-Züge wurden mit Dieselloks der Baureihe 218 in Doppeltraktion bedient. Noch im vergangenen Jahr berichtete das Nordfriesland-Tageblatt, dass aufgrund von technischen Problemen mit den seit Ende 2015 neu angeschafften Dieselloks der Baureihe 245 die Strecke über den Hindenburgdamm, das letzte große Einsatzgebiet der Baureihe 218, in Doppeltraktion bleiben wird. Für den Versuch verwende ich ein Modell der Baureihe 218 von Rocco, das die Aufschrift DB Autozug Sylt Shuttle trägt und mit einem CIMO Sound Decoder ausgestattet ist. Die zweite Lok stammt aus der Hobbylinie von Pico und ist mit einem einfachen Uhlenbrock Decoder ausgestattet. Während das Original der Rocco Lok noch existiert, aber seit 2019 in Leipzig abgestellt ist, wurde das Vorbild der Pico Lok bereits im Jahr 2005 zerlegt. Wichtig für eine funktionierende Doppeltraktion ist das synchrone Fahren beider Loks. Relevante, dabei zu betrachtende Parameter sind die Geschwindigkeitsprofile sowie die Anfahr- und Bremszeit. Weiterhin von Bedeutung ist die Lastregelung der Decoder sowie eine gegebenenfalls unterschiedliche Stromversorgung durch unsaubere Gleise, die über stromführende Kupplungen ausgeglichen werden könnte. Das von mir eingesetzte Steuerprogramm WinDigiPad besitzt zur Beeinflussung der Fahreigenschaften diverse Einstellmöglichkeiten. Dazu zählt eine Funktion zum Einmessen der tatsächlichen Geschwindigkeitskurve von Loks. Um die Messung durchzuführen, muss eine mit diversen Rückmeldekontakten ausgestattete Teststrecke vorhanden sein. Da ich fast alle meine Loks eingemessen habe, sind die entsprechenden Parameter bereits im Programm hinterlegt. Die Messung wird vollständig automatisiert mit verschiedenen einstellbaren Parametern durchgeführt. Ich wähle als Basis meist eine 15-Punkt-Messung mit zwei Durchgängen. Zu Beginn der Messung muss die Lok auf einem bestimmten Gleisabschnitt stehen. Dann startet die Messung, wobei die Lok zunächst immer auf die Sollgeschwindigkeit beschleunigt wird. Am Ende der Messstrecke wird die Lok automatisch gewendet und die Geschwindigkeit wird auch in die Gegenrichtung ermittelt. Die Nachmessung einzelner Punkte lässt sich im Nachgang einfach durchführen. Abschließend kann das Profil dann gespeichert werden. Hier das Bild einiger Durchläufe auf der Teststrecke im Zeitraffer. Das Ergebnis der Pico-Lok zeigt folgendes Bild mit einer sehr hohen Endgeschwindigkeit. Zu erwähnen ist noch, dass die Konfigurationsvariable 29 so eingestellt ist, dass die Motorkennlinie durch die Variablen 2, 5 und 6 gebildet wird und nicht auf das im Decoder hinterlegte Geschwindigkeitsprofil, hier zu sehen die Pico-Lok, zurückgegriffen wird. Das Rocco-Modell zeigt folgendes Ergebnis mit einer deutlich geringeren Endgeschwindigkeit. Entsprechend dem NMRA-Standard ist bei beiden Loks der Beschleunigungs- und Bremsparameter in den Decoder-Variablen 3 und 4 abgelegt. Unabhängig davon bietet das Steuerprogramm WinDigiPad die Einstellung bei der Gradienten über die Software. Durch Fahrversuche soll ein möglichst gleiches Verhalten beider Loks ermittelt werden. Dabei werden die Werte in der Steuersoftware sowie die Konfigurationsvariable 3 des Decoders so lange variiert, bis eine möglichst hohe Synchronität erreicht wird. Diese Konstellation funktioniert gut und soll für die Beschleunigung verwendet werden. Der gleiche Ansatz wird auch für das Bremsverhalten verwendet. Die Rocco-Lok weist einen deutlich längeren, über den Decoder vorgegebenen Bremsweg auf. Über eine Anpassung der Konfigurationsvariablen 4 lässt sich ein gutes Ergebnis erzielen. Letztlich wurden bei identischen Einstellungen in der Steuersoftware WinDigiPad die hier dargestellten Änderungen der Konfigurationsvariablen vorgenommen. Das Resultat ist ein mehr oder weniger synchrones Fahrverhalten. Es bleibt nun zu zeigen, dass dies im Anlagenbetrieb auch mit angehängten Waggons ein zufriedenstellendes Ergebnis liefert. Um eine synchrone Ansteuerung durch WinDigiPad zu erreichen, wird die Funktion zur Zugzusammenstellung genutzt, die in diesem Fall nur zwei Loks enthält.
Die Steuerung erfolgt dann über nur eine Lok, in diesem Fall das Rocco-Modell. Die Loks werden vom Programm unabhängig voneinander mit den voreingestellten Parametern und Profilen gesteuert. Das Ergebnis wird im Folgenden in einigen Bildsequenzen gezeigt. Ausgewählt wurden dabei die positiven Beispiele. In Summe lässt sich feststellen, dass gerade mit angehängten Waggons ein Dauerbetrieb nicht wirklich möglich ist. Dabei wurde der Aspekt der Lastregelung sowie der ungleichmäßigen Stromzuführung durch verschmutzte Schienen bislang noch nicht berücksichtigt. Im Internet finden sich Hinweise, dass sich die Lastregelungen der beiden Decoder gegenseitig negativ beeinflussen. Für das Problem der ungleichmäßigen Stromzuführung findet man Beispiele mit stromführenden Kupplungen. Beides könnte helfen, allerdings glaube ich, dass die doch sehr unterschiedlichen Decoder das weitaus größere Problem darstellen. Mit identischen Loks eines Herstellers lassen sich sicherlich bessere Ergebnisse erzielen. Ich habe mich daher dazu entschieden, den Versuch an dieser Stelle abzubrechen. Stattdessen habe ich mir die aktuell im Internet günstigste zu findende Lok der Baureihe 218 bestellt. Hier wird der Motor ausgebaut, sodass die Lok als nicht angetriebener Dummy angehängt werden kann. Das Ergebnis wird sicherlich in einem der nächsten Videos zu sehen sein. Bis dahin!